Hallo? Hallo? Warum ist das hier so dunkel? Okay, ich glaube, ich muss mich schämen, ja? Ich mag es ja gar nicht, wenn ich Simulatoren gar nicht so schlecht machen kann, ne? Weil diese Truck-Simulatoren, das fing beim German Truck Simulator an, Euro Truck Simulator, die sind gar nicht so schlecht. Verdammt, da gibt's kaum Bugs, da gibt's... Egal, trotzdem viel Spaß mit dem Gameplay. Ja, hallo Freunde, direkt geht's ins Spiel. Wir haben hier im Hintergrund den roten LKW und wir sind bei Scania Truck Driving Simulator. Das Spiel, tatsächlich, ja. Und das Ganze ist ganz mysteriös, denn eigentlich hatte ich für euch einen wunderschönen LKW mit einer anderen Farbe rausgesucht. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ganze geklappt hat. Wir werden es einfach mal angucken. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Führerschein, denn der ist natürlich ganz wichtig. Und man fängt natürlich an mit dem Bremstest, ja, das ist beim LKW natürlich auch wichtig, dass man rechtzeitig zum Stehen kommt und ich werde euch jetzt einfach mal präsentieren, wie ich persönlich das auch in der Fahrschule gelernt habe. Ich hatte zwar keinen LKW-Führerschein, aber das macht ja nichts. Ja, also wie war das? Motor aus. Ah ne, ach, verdammt. Ne, das natürlich nicht. So, wir können direkt fahren. Wir können direkt fahren und müssen natürlich bremsen und am besten machen wir das, wann machen wir das denn? Ja, jetzt. Also, oh. Nee, da war es natürlich nicht. Nee, war natürlich kein Spökes jetzt hier. Wir machen natürlich direkt neu starten und jetzt zeige ich euch mal, wie das richtig geht. Wenn ich denn hier was sehe. Ich habe noch keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach mal frei Schnauze den Bremsweg abschätzen. Wie war das nochmal? Bremsweg berechnen? Na, ich weiß es nicht. Oh, der war... Oh, wir haben aber einen extremen Bremsweg, du, mit so einem fetten LKW. Wie, stehen wir da noch nicht drauf? Da sind wir. Boah. Neue persönliche Bestzeit. Wir haben hier eingeparkt mit unserem, da ist er, der pinke LKW. Vielleicht habt ihr das eben schon gesehen. Das wollte ich euch natürlich nicht vorbehalten. Und wir können uns natürlich mal die Aufzeichnung ansehen. Weil, das könnte ich direkt so auf YouTube hochladen. Ah ja, mache ich ja. So, und da fährt er los und jetzt hier und bremst. Ja, und viel zu früh. Kacke. Fährt aber weiter und bremst da. Viel zu früh. Und fährt nochmal weiter und bremst. Ja, so läuft das auch bei der Fahrprüfung. Dann muss man dem Prüfer schon ein ordentliches Sümmchen an Geld zahlen, damit das auch klappt. Ich würde sagen, wir können fahren. Wo weit können wir hier noch ankoppeln? S-Kurve, bla bla bla. Das Ganze erinnert mich sehr an den normalen Truck Simulator. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir sind gewappnet für... Oh, gefährliche Strecken. Oder Fahrerwettbewerb. Nee, wir sind für gefährliche Strecken sind wir geeignet. Straße des Todes. Oh, 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 oh. Fahrt beginnen. Das hört sich sogar eigentlich ganz spektakulär an. Ich muss ja behaupten, dass ich den Truck Simulator ziemlich gern gemocht habe. So, die Straße ist hinter uns abgesperrt. Und links geht es verdammt weit runter und rechts verdammt weit hoch. Wobei, dass es hoch geht, ist mir erstmal scheißegal. So. Was ist da los? Warum steht der da so? Ach, ha, 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 ihr wisst schon, was ich vorhabe, ne? So, wir überspringen mal das Intro. Und haben hier Spiegel an der Seite. Was kann das? Ach, das kann die Anzeige wechseln. Wie kann ich denn die Sicht nochmal wechseln? So war das. Mit den Nummerntasten. Aber ich würde sagen, wir halten es realistisch. Wie macht Spiegel aus? F2, ich habe die Steuerung noch voll im Griff. Wir fahren natürlich hier aus der Innenansicht, um es möglichst spektakulär zu halten, ja? Und wir werden natürlich... hier nicht irgendwie einen auf Pussy machen. Ich nehme jetzt direkt mal die Absperrdinger da vorne mit. Zack. Und schon gibt es eine Strafe. Oh, wir sind natürlich jetzt schon ein bisschen schnell. Aber das macht ja nichts. Ja, kein Ding. Und wir nehmen die Kurve außen. So war das auch geplant. Und haben da tatsächlich wieder einen Punktabzug. Aber da wir sowieso schon jede Menge Punkte abgezogen bekommen haben, würde ich einfach mal gucken, was passiert, wenn man jetzt ganz versehentlich hier, ganz versehentlich, ups, oh ne, finde ich jetzt aber langweilig, du, na komm, wir starten nochmal neu, Toni macht heute mal ein vernünftiges Gameplay, ne, das seid ihr gar nicht von mir gewohnt, ich mache ja am meisten Scheiße, ne, ich habe gedacht, heute mach ich's mal vernünftig, ne, habt ihr ja direkt gesehen gerade, so, Escape natürlich, ich bin hier am Labern, das braucht man nicht. Wir machen jetzt einfach mal, wir gehen jetzt mal in die Außenansicht. Ne, nicht in die. Ne, in die schon mal gar nicht. So, wir machen jetzt erstmal die Warmlink-Anlage an. Passend dazu, vielleicht sollte ich erstmal gucken, wo ich hinfahre. Ne, wir machen erstmal Scheibenwischer an. Licht haben wir ja schon an. Nein, nicht schon wieder die Dinger. So, Licht an, Fernlicht an. So, und jetzt sind wir gewappnet. Und jetzt können wir hier hupend
durch die Gegend brettern. Und wir sehen schon, es ist schon wieder knapp. Aber hier in der Außenansicht alles kein Problem. Das meistern wir locker. Das ist ja was für kleine Pussys. Und so wird die Bergstraße hier, die ja nicht richtig ausgebaut ist, zum Kinderspiel. So, wir nehmen also hier die Kurve. Schön gemütlich. Und da ist eine Pfütze. Sagt ihr uns irgendwas? Könnte es da rutschig werden? Ich denke nicht. Wir nehmen einfach mal die Kurve mit nicht Vollspeed, denn jetzt wäre ich fast darunter gefahren. Und jetzt will ich natürlich mal testen, ob das denn möglich ist, meinen lieben Herrn Fotografen da vorne ein wenig die Pumpe gehen zu lassen. Dafür müssen wir natürlich wieder rückwärts fahren und hier erstmal an dem blöden Ding... Wir machen mal den Anhänger ab. Geht das? Ne, geht natürlich nicht. War natürlich klar jetzt hier in der Mission. Scheibenwischer haben wir schon... Ah, nee, nicht darunter. Haben wir schon an. Das heißt, wenn Blut spritzt, alles kein Problem. Und jetzt hängen wir tatsächlich auf der Scheiße fest. Wir haben ein dickes Problem, aber für Toni ist nichts unmöglich. Ich versuche mich hier mit Karacho hoch zu drücken. Aber da hilft auch der beste Scheibenwischer nichts. Wir liegen auf. Und da hilft nur noch volle Kraft voraus. Ne, das will ich aber nicht. Kann ich nicht den Anhänger abmachen? Aber wäre jetzt auch doof, ne, wenn der abgeht. Ja. Alles klar. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch vorwärts. Ne, wir machen mal zurücksetzen. Ah ne, das ist ein Media Player. Kann ich mich nicht irgendwie zurücksetzen? Ne. Wir machen also hier vorne eine gemütliche Schaukeleinlage. Links, rechts, ich drücke nichts, ne, nur so für Info. Also ich lenke nicht, ich mache gar nichts, wir schaukeln hin und her. Können wir mal ins Cockpit gehen und sehen, das ist schon gar nicht mal ohne, ne? Da könnte man Geld für verlangen. Da könnte man Geld für verlangen. So, wir wollen es natürlich jetzt nicht zu unspannt halten und deswegen verlasse ich die Aufgabe einfach wieder, denn die zu schaffen wäre ja einfach langweilig. Was haben wir denn hier noch? Aha. Die Hauptstraße wird repariert. Es gibt keine andere Möglichkeit, außer die Passage entlang des Flussufers zu nehmen. Ja. Machen wir das? Oder machen wir was anderes? Ja, komm, wir müssen hier noch was. Wir müssen Fahrwettbewerb hier. Hier, ne? Fahrt beginnen einfach. Wir machen einfach mal hier einen Fahrwettbewerb. Das Game bietet ja interessanterweise ganz viel. Also so schlecht scheint es wirklich nicht zu sein. Man kann natürlich auch wieder die Fehler des einen oder anderen, sag ich mal, der einen oder anderen Kollisionsabfrage ausnutzen. Was müssen wir machen? Du musst auf dem engen Raum wenden. Dafür gehen wir natürlich cheatermäßigerweise. Ups, da habe ich schon was berührt. In diese Ansicht. Normalerweise würde ich jetzt... Ah, der bremst so scheiße jetzt. Normalerweise würde ich für solche Situationen ja direkt ein 360er vorschlagen. Allerdings ist der Raum hier ein wenig eng, um das Ganze hier zu klären. Und es werden mich wahrscheinlich alle auslachen. Dafür, dass ich hier so langsam bin. Aber jetzt muss ich noch einmal zurücksetzen. Und jetzt sollten wir das doch vom Ausfahrtswinkel hier locker drin haben. Jetzt nicht noch die Hütchen mehr. Ja, da, komm, ja. Geil. Boah, geil. Aber das geht so nicht. Das geht so nicht. Da müssen wir direkt nochmal. Da müssen wir nochmal ran. Das kann doch nicht wahr. Das kann doch nicht angehen. Kann das denn hier? So, Leute. Nein, nicht die Ansicht, du Wichskopf. Habe ich nicht gesagt. Entschuldigung. So, das sieht doch schon mal deutlich besser aus als eben. Rechtzeitig bremsen. Einschlagen bitte, Kollege. Kannst du mal was schneller einschlagen? So, volle Kanne einschlagen. Jetzt wieder... Ja, da ruft er im Hintergrund der Fotograf, der hier alleine steht. Achso, okay, da stehen doch ein paar mehr Menschen. Vielleicht sollte ich statt reden fahren, weil es geht ja auf Zeit, ja. Boah, wenn der mal was schneller kurbeln würde, da bist du ja Jahre beschäftigt, bis der hier einen vollen Anschlag hat. So, zack, bumm. Jetzt... Links und raus hier. Komm, das schaffen wir so locker. Jetzt nicht mehr die Hütchen rammen. Natürlich rammen wir die Hütchen wieder. Und links und rechts. Und komm, die Auswahl ist viel zu klein. Das geht gar nicht. Die haben die, der Fotograf hat die Hütchen da reingestellt. Ne? Da würde ich den eigentlich direkt überfahren, aber machen wir natürlich nicht. Hier Aufgabenliste. Und nochmal ins Hauptmenü. Was haben wir denn hier noch? Freies Fahren ist ja langweilig. Reaktionstest. Wie schnell kann der Toni denn was? So, wenn unerwartete LKWs auftauchen, muss ich was machen? Das weiß ich schon nicht. Wahrscheinlich bremsen oder so, oder ausweichen. Ja, also wir werden uns überraschen lassen, was passiert. Habe ich jetzt das lesen sollen? Fahre mit mindestens 50 km/h, halte an, sobald du ein Hindernis siehst. Ja, kein Problem. Machen wir das doch.
Ne? Das hängt jetzt wahrscheinlich auch von der Grafik ab. Umso besser man die eingestellt hat, umso früher sieht man das Hindernis. Das ist natürlich ein bisschen Cheat. Aber wir werden einfach mal gucken, wie ich mich konzentrieren kann, wenn ich hier einfach pausenlos rede. Wir fahren natürlich nicht mit 50, sondern direkt mit 90. Damit wir auch möglichst schnell bremsen können. Das erste Hindernis, was ich sehe, ist zum Beispiel die Kurve. Vielleicht sollte ich davor etwas bremsen und die schön gemütlich mitten auf der Fahrbahn nehmen. Warum auch nicht im öffentlichen Straßenverkehr? Wir sind doch alle nur kleine Lümmels, ne? So. Bis jetzt äußerst spannend. Es passiert also... voll da reingebrettert. Aber ich hab das macht nichts. Es ging nur um die Zeit. Ja. Wir haben also hier 5 Zeiten, die genommen werden. Mal gucken, ob ich hier noch einen raushauen kann, ja. Das ist natürlich schwierig, wenn man die ganze Zeit labert und dann sich noch auf so blöde Dinosaurier, die da über die Straße flitzen, konzentrieren soll. Ich frage mich, in welchem Zeitalter wir hier wieder leben, ja. So. Und? Kommt hier nochmal was? Kommt hier nochmal was? Da sind sie! Jawohl! So, langsamer als eben. Verdammte Hacke. Ja, schneller als eben, das ist ja unfair. Sollen wir aber langsamer fahren, da dauert die Aufgabe aber ewig. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Können ja kein stundenlanges Gameplay machen. Mensch, Peter. Komm doch, lass doch mal die Dinosaurier über die Straße hüpfen. Was ist denn da los? Komm. Mensch, wir sind doch hier nicht... Sind doch nicht beim LKW-Simulator. Das ist doch unglaublich. Da kommt die Rehe. Und schon wieder langsam. Ich werde immer schlechter. Das ist unglaublich. Statt besser werde ich schlechter. Ja, da sieht man mal, was ich im öffentlichen Straßenverkehr wäre. Eine ziemliche Katastrophe. Na, da ist der Fahrradfahrer. Kabum. Und diesmal war es schneller, jawohl. Topzeit hier. 67. Was sind da? Millisekunden würde ich vorschlagen, ne? So, einmal die Kurve noch nehmen und lasst mich raten, das nächste Hindernis kommt da vorne. Und zwar jetzt. Nein, nicht jetzt. Und zwar jetzt. Nein, nicht jetzt. Und zwar jetzt. Nein, ich könnte die ganze Zeit auch bremsen und Gas geben. Ha, das ist ein Cheat. Pass mal auf, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich habe es durchblickt. Aber jetzt kommt hier natürlich nichts. Ne? War natürlich klar. Da muss ich wieder die nächste Kurve abwarten. Ich fahre mir hier einen im Kreis. Na, Happy Birthday. Ja, das ist ja... Junge, Junge. Ist auch realistisch gehalten, die Bremsspuren auf dem Boden, als ob hier jemand anders mal als ich gefahren wäre. Wer wird denn auf so einer Kackstrecke fahren, die immer nur im Kreis führt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Der muss ja doch irgendwie Abzweigung haben und kann jetzt mal hier bitte die Dinosaurier kommen. Mensch, Jeremy. Was ist denn da los? Da passiert ja nichts. Ich schlafe einfach mal die Augen zu. Ja. Und alles bestanden. Ja. Gut. Das ist doch was, ne? Wir haben jetzt hier auch schon die 12 Minuten voll. Ich würde euch ja gerne noch mehr zeigen, aber das Spiel ist einfach so... Das ist so Bombe, wisst ihr? Ich verabschiede mich nämlich jetzt hier und sag wie immer, Leute, Tony Gaming TV, andere Simulatoren, die könnt ihr euch da angucken. Gebt dafür einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, der Tony.